Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Und das ist die Unionskirche. Meine Güte, hat es lange gedauert, bis wir dieses Video gedreht haben. Zwischendurch habe ich es irgendwie glatt ein bisschen verschwitzt, aber... Ich habe dich dran erinnert. Da war noch was. Da war noch was, jawohl. Und ist ein schickes Set. Ich hatte viel Spaß beim Bauen. Und wir müssen es euch zeigen. Das ist eine von vier Gebäuden, die wir aus dieser Serie genau hatten. Das wäre jetzt das vierte Video. Die anderen drei haben wir euch schon gezeigt. Genau, es war das Eckhotel, dein Postamt. Richtig. Und mein Doppelset, zwei schmale Gebäude, es war Bäckerei, ein Barbier und eine Bäckerei. Okay. Genau, also ein Friseur und eine Bäckerei. Die ersten beiden Sets sind schon, meine ich, ausverkauft. Eins auf jeden Fall, eventuell zwei. Ja. Deswegen haben wir gedacht, zeigen wir euch noch die Kirche, bevor der letzte Schwung da auch noch weg ist. Wir haben die Sets auch alle zu stark reduzierten Sonderpreisen bei uns im Sortiment gehabt. Auch das ist im Preis reduziert. Die Sets enthielten in China mal Minifiguren, die haben wir allerdings entnehmen lassen. Entsprechend mussten wir auch die Bauanleitung etwas anpassen. Das zeige ich euch gleich. Machen wir es vielleicht zuerst, oder? Haben wir es erledigt. Also das ist die Kartonage, in der das Ganze dann zu euch kommt. Jawohl, umgepackt. Da ist jetzt noch kein Bild drin, weil wir noch kein, da ist kein Foto dabei, weil wir erst Fotos machen mussten von den aufgebauten Modellen. So. Wir haben Bauschrittunterteilung. Und eine, also Bauschrittunterteilung, das heißt hier schön nummerierte Tütchens. Wir haben hier eine Anleitung, wo genau was fehlt. Bei dieser Anleitung fehlt das Cover und die Rückseite, weil darauf die Minifiguren abgebildet waren und das wollen wir ja nicht. In dieser Kirche sind im Original auch zwei weiße Statuen verbaut, die ebenfalls aus Minifigurenteilen bestehen. Fehlt auch. Ist nicht enthalten, wie sich das gehört. So, aber schauen wir doch mal. Und wir haben warte, hier was. Warte. Marco. Warte. Micha. Und wir haben hier was hängen. Ach. Alle vier Sets haben ein LED. So ein LED-Komplexkabel-Gedöns dabei. Also LED-Lichter. Ja. Bei diesem Set, anders als bei den anderen, wird allerdings tatsächlich der Einbau gezeigt. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier die Stelle finde. Jawohl. Exakt hier wird das eingebaut. Hier wird auch von oben gezeigt, wie man die Kabel führen muss. Und es gibt Löcher in den Wänden, damit man die Kabel überall da hinlegen kann, wo sie hingehören im fertigen Set. Das ist doch mal eine gute Geschichte, weil das Das ist eine gute Geschichte. Es bleiben auch einige Teile übrig. Und ich meine, dass man mit den Teilen die Löcher, die übrig bleiben, die Löcher in den Wänden sogar schließen kann, falls man die Kabellage und die LEDs nicht haben will. Ich wollte sie haben, ich habe sie eingebaut. Sie funktionieren. Und bevor wir das jetzt auseinandernehmen, zeigen wir euch einfach mal kurz... Na, es ist ein USB, ihr braucht einen solchen Adapter, wo man hier einen ganz normalen USB-Stecker einstöpseln kann. Wir schließen es einfach mal an. Ihr seht, hier oben drin ist Licht. Und bei den Kirchenfenstern ist auch Licht. Und die Kirchenfenster sind ziemlich cool gebaut. Was heißt denn ziemlich? Die sind genial. Ja. Also wie diese Farbgebung, jetzt, das hier vorne... Das ist eine Brille. Genau. Wir schauen uns das jetzt mal kurz bei ausgeschaltetem Licht an. Achtung. So, guck mal hier. Ist das nicht schön? Also das hat im Hellen ja schon gut ausgesehen, aber... Das heißt, das ist hier unten, dadurch, dass die Lampen, die unten sind, ja, ist es unten doch richtig schön zu sehen. Oben hätte ich gern... Kann man denn nicht ein Lichtchen nach oben machen von den zwei? Du hast doch zwei eingebaut, oder? Das sind zwei, ja. Man könnte eins unten in die Mitte und eins oben vielleicht, ja. Könnte man vielleicht machen. Das ist schön gleichmäßig ausgeleuchtet. Hier könnte man noch was nachlegen. Aber überhaupt die Halle, wie hell die ist. Ja. Margot, das hast du ganz fein gemacht. Ja, danke schön. Ja, so sah das in Dunkel aus. Wie findest du das? Ne? Hat was.
Ich habe es im Dunkeln gefunden. Du hast es im Dunkeln gefunden, ja, ist ja auch schön beleuchtet. Nein, das ist wirklich man richtig toll. Also Kirchenfenster, das musst du mir gleich nochmal genauer zeigen, wie die gebaut sind. Das ist alles Snot-Technik oder was? Genau. Aber wir haben ja eine modulare Kirche. Ach ja, eine der Lampen hängt, das ist eine der Lampen, hängt hier an der Decke, hier oben. Ja, klar. Das ist ein bisschen Formulei, man muss quasi hier durch die Öffnung, ne, so muss man es anbringen, dann kann man es aufsetzen. Jetzt habe ich hier das Dach abgenommen, jetzt geht das natürlich auch ab. So. Schauen wir doch mal rein, und damit man mehr sieht. Die Seitenwand ab. Es werde Licht. Oh, wie cool. Das ist ja ein kleiner Kirchensaal, wie sagt das? Das ist die Bethalle, das Hauptschiff der Kirche, quasi mit der Altarraum. Mit großen Leuchten, Kerzen. Jawohl. Der große Altarraum. Die Kirche ist im Übrigen einer Union Church nachempfunden, die 1886 in Shanghai gebaut wurde. Zwischenzeitlich war wohl der Kirchturm mal weg, weil das kommunistische China gesagt hat, Kirchen gibt's nicht, wurde halt anderweitig genutzt. Mittlerweile ist der Turm wieder da und da werden wohl auch Hochzeiten, also standesamtliche Trauungen drin, vorgenommen. Willst du mir gerade sagen, das hat ein reales Vorbild. Also das reale Vorbild ist wohl nicht ganz so verziert außen wie diese Kirche, aber ich habe ein Bild gesehen auf Wikipedia, jawohl. Also alle diese vier Gebäude gehen wohl auf reale Vorbilder im Großraum Shanghai zurück, wenn ich es richtig gelesen habe. Wir haben hier einen Vorraum, wir haben hier einige Bilder an der Wand und eigentlich muss ich die ja auch mal... Ich überlege nämlich gerade, waren das jetzt, ach, das ist schon lange her, waren das jetzt... Was hast du denn hier, einen richtigen Vorhang oder was? Ja, genau. Also ja, hier ist ein Vorhang. Hinter dem Vorhang sind die zwei Kabinen des Beichtstuhls. Also auf der einen Seite sitzt der Priester. Ach so, muss ja. In der anderen Kabine sitzt derjenige, der durch so ein, durch so ein Fenster, wo man eigentlich nicht so richtig durchgucken kann, gesteht, ich habe gestern Abend noch einen Schokoriegel gegessen. Oder und ein weiteres Brot nachgeschoben, wo es nicht sein muss. Was auch immer. Okay. Genau. Hier sieht man... weitere LED-Streifen, das sind zwei von denen, die hier dieses Fenster schön beleuchten. Mhm. Die leuchten auch nach oben, das passt sehr gut. Zwei Streifen sind hinter dem Altar, ne, hier, vor dem anderen Fenster. Und der fünfte geht durch das Loch in der Wand hierher, um den Raum hier vorne zu beleuchten. Jetzt will ich nur kurz mindestens mal an eines dieser schönen Wandbilder ran. Das sind nämlich, ich meine, das sind tatsächlich Prints. Ich meine, das Set hat nämlich keine Sticker, das hat nur Prinz, jawohl. Also solche heiligen Darstellungen als Print auf einem Wandbild hat man aus Noppenstein ja nicht alle Tage, finde ich schön. Das stimmt. Ja. Und es gibt hier Podeste, auf denen im Original Minifiguren als Statuen gestanden hätten. Die haben wir hier natürlich nicht mehr. Wir haben ein Taufbecken. Super. Und den großen Altar mit dem Kreuz. Das macht mich wahnsinnig hier. Ja, Entschuldigung. die Fenster. Die Fenster sind ziemlich abgefahren gebaut. Und eigentlich möchte ich dir das tatsächlich gerne zeigen. Ich überlege nur noch, aber nicht ganz zerstören. Das ist schwierig, glaube ich. Es ist... Man sieht es auch so schon. Das ist schon. Ja, ich zeige es einfach in der Bauanleitung. Wie wäre das? Das ist doch voll genial eigentlich, oder? Ich finde, das ist halt bunt, aber in dem Fall halt, da muss das so sein. Das ist nicht kitschig, das ist einfach nur gut gemacht. Du baust hier so senkrechte Bereiche mit einer Mischung aus diesen 1x1 Käseecken, diesen 1x1 Slopes und solchen. Solchen 1x1 Panels, wo du so Eckpanels hast. Ja. Und die steckst du dann quer so aneinander, dass sie exakt ineinander passen. Das sieht man dann hier. Die werden alle so aneinander gesteckt, aneinander gehalten und bilden dann so ein geschlossenes Muster. Ja, vor allem diese Eckpanels, wie du die nennst, ja, in Trends, Clear, Farben,
Ja. Verschiedenste Art kennt man so gar nicht, oder? Nee, sieht echt. Die gibt es noch nicht mal bei Bluebricks. Sieht echt toll Hardpacks, aus. Oder? Ja, ja, ich glaube auch nicht. Ist schon ziemlich selten. Ja, ja, und wie gesagt, es ist modular, in der Hinsicht das Dach kann abgenommen werden. Wir haben hier diese Seitenwand, die rausgenommen werden kann. Das Dach ist super stabil. Ja, das ist bei allen von den Häusern gewesen. Mega stabile Dächer auch. Also alles, also die Steinequalität ist hier wirklich hervorzuheben. Ja. Die Wahl bei den Sets wirklich herausragend. Auch das Dach ist schön gebaut hier. Quasi der Glockenturm. Und hier oben dran muss man die LED befestigen, den LED-Streifen befestigen, der dann hier vorne den Eingang in die Kirche. Ist das hier, das hast du, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, das hier vorne, das da, das ist doch so eine, das ist doch so ein Ding, wo die Kerzen hingestellt werden, oder? Ja, genau. Okay, sowas, kann sein, ja, genau. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Flügel, also Klavier, eine, aber das ist doch so ein, weißt du? Ja, ja, da werden, im Eingangsbereich da können, sind, ne? Ja, das kann sein. Ich, ja, bestimmt. Ich glaube, das mit den Kerzen ist was typisch Katholisches. Aha. Ich bin in evangelischen Kirchen gewesen, deshalb. Aber ich, ja, das kann gut sein, richtig. Ich vermute es nur. Ja. Das ist auf jeden Fall die Unionskirche mit der Setnummer DG2001, 2346 Teile. Nicht für 99,95, sondern für 75 Euro glatt. 25,5 x 25,5 cm. Es ist ein Modular Building, ein Eckgebäude, verbindbar mit anderen Modulars und 43 cm hoch am Kirchturm. Es enthält Lichtsteine, ne, mit Stromanschluss über USB-Stecker. Und anders als bei den anderen Sets wird hier der Einbau explizit gezeigt. Es sind Wanddurchbrüche dafür da. Es sind Wanddurchbrüche dafür da. Ist alles dafür vorbereitet und es sind einige Teile übrig. Ich meine, man kann tatsächlich die Wände auch schließen, wenn man sie denn lieber geschlossen hätte. Habe ich das nicht in einem extrem schnellen Tempo fehlerfrei wieder hinkriegt? Das passiert nicht so oft. Ganz hervorragend gemacht. Super. Danke. Ja. Ich drücke nur das Dach noch ein bisschen fest. Ja, ich war noch nicht fertig. Du hast mir es einfach weggenommen. Ja, das ist klar. So. Ja, für heute war es das damit auch aus dem Noppenstein-Studio. Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr und wir wünschen euch viel Spaß beim Bau. Jawohl, viel Spaß. Tschüss. Hier war noch gar nicht groß. Sieht auch schick aus, nicht? Ich meine, es ist simpel, aber. Ja, aber das haben wir ja schon öfter sowas gehabt. Das muss mir jetzt nicht da nochmal hier. Boah, wie toll. So toll ist es jetzt auch nicht. Schön verziert und so. Also, ich finde es schon cool. Also, das ist schon schön bunt.